Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Format Frag einen Friseur. Heute mal ein bisschen farbenfroher. Ich dachte mir, passend zu meinem Lippenstift und zu meinen Fingernägeln ziehe ich den passenden Pulli an. Ihr könnt mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Farbe oder beziehungsweise dieses Rot an mir findet. Das würde mich schon sehr, sehr interessieren. Es ist wieder soweit. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu euren Haaren zu stellen, die euch interessieren, die ich euch natürlich sehr, sehr gerne beantworte, und zwar in diesem Video. Ich habe schon zwei Teile dieser Reihe gedreht, die verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Vielleicht ist da auch eine ähnliche Frage dabei. Es wird aber auch immer wieder so sein, dass sich Fragen immer mal wieder wiederholen. Wenn es eine wichtige Frage ist, dann nehme ich die auch öfters mal in solche Videos rein. Oh, und was ich ganz vergessen habe, ich habe das Video jetzt zwar gerade schon gedreht, aber ich habe einen Instagram-Account für meine Haarergebnisse gemacht, ja? Also, wenn euch interessiert, was ich in der Arbeit so mache und wie die Ergebnisse ausschauen, die ich erstelle, nenne ich es jetzt einfach mal, dann schaut doch am besten einfach mal jetzt sofort, pausiert dieses Video und geht zu dieser Seite und schaut es euch an. Abonniert sie, wenn sie euch gefällt. Es würde mich sehr, sehr freuen, weil das ist so ein bisschen, ja, mein Ding einfach. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. So, jetzt geht's weiter. Die erste Frage, die ich mir in mein schlaues Büchlein geschrieben habe, ist: Wie bekommt man einen Grünstich aus den Haaren? So, da müssten wir jetzt erstmal klären, von was für einer Haarfarbe wir ausgehen. Grünstich in blonden Haaren kommt zum Beispiel, wenn man die falsche Tönung drüber legt, über ein blondiertes Haar, dann kommt da sehr, sehr gerne grün raus. Wenn man zum Beispiel in tropischen Ländern in einen Pool geht, der sehr, sehr stark geklort wurde, dann hat man oft das Problem, dass dieses Chlor mit den blondierten Haaren chemisch reagiert und dann kriegt man so einen Grünstich in den Haaren. Kennen vielleicht einige von euch. Wir hatten mal eine Kundin, bei der war das der Fall, und da haben wir dann einfach eine Blondierwäsche gemacht und dann hatte sich das Ganze eigentlich auch. Wenn man jetzt allerdings einen Grünstich hat von einer Tönung, dann gestaltet sich das Ganze so ein bisschen schwieriger. Entweder man versucht es mit einer Gegenfarbe auszugleichen, die Gegenfarbe von Grün wäre in diesem Fall Rot, dass man zum Beispiel etwas Rötliches drüber legt. Oder man versucht es eben ebenfalls mit einer leichten Blondierwäsche, dann werden die ganzen grünen Pigmente, die sich außen angelagert haben am Haar, werden dadurch zerstört. Dann bleiben eben eigentlich einfach nur die Pigmente übrig, die im Haar drin sind und sich nicht außen leicht angelagert haben, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt allerdings ein dunkles Haar haben, das passiert zum Beispiel oft, wenn man die falsche Tönung benutzt, dann kommt da sehr gern ein grüner Stich raus. Dann würde ich dazu raten, dass man zum Beispiel in derselben Tonhöhe bleibt, also von der Helligkeit der Haare bleibt man gleich, aber man legt eine Tönung darüber, die einen roten Stich hat. Dadurch neutralisiert man die zwei Farben, denn es sind die Gegenfarben und Gegenfarben neutralisieren sich gegenseitig immer. Aber am besten, ihr macht es nicht selber, sondern ihr geht zum Friseur, denn der weiß im Normalfall am besten, was zu tun ist. Was kann man gegen Spliss tun? Da wurde leider noch kein Heilmittel gegen gefunden. Das Einzige, was man wirklich bei Spliss tun kann, ist, dass man regelmäßig zum Friseur geht. Ich würde so alle 3 Monate empfehlen, wenn man sagt, dass man sehr, sehr anfällig für Spliss ist. Wenn ihr alle 3 Monate 1 Zentimeter abschneiden lasst, dann gewinnt ihr im Endeffekt 2 Zentimeter. Wenn ihr allerdings nicht regelmäßig zum Friseur geht und euch denkt, ich gehe nur alle 6 Monate und lasse dann 1 Zentimeter abschneiden, dann kann es eben sein, dass sich der Spliss nach oben frisst und dann müsst ihr im Endeffekt eigentlich mehr abschneiden. Deswegen regelmäßige Friseurbesuche, regelmäßiges Haare schneiden ist sehr, sehr wichtig. Spliss kann man allerdings nicht vermeiden, der entsteht einfach. Da kommt es auch darauf an, was die Haarstruktur ist, wie man seine Haare natürlich pflegt, ist auch ein großer Faktor. Man kann schon entgegenwirken, aber man kann es nicht vollkommen verhindern. Welche Frisur sollte ich zum Schlafengehen tragen? Eher ein Dutt oder einen geflochtenen Zopf? Ich persönlich finde es mit Dutt zu schlafen relativ unbequem. Ich weiß nicht, wie hoch ihr den Dutt macht. Und ich finde es relativ schlecht, wenn es so ein strammer Dutt ist. Wenn es jetzt so ein ganz lockerer Dutt ist, dann macht es gerne. Generell würde ich sagen, alle lockeren Frisuren sind gut geeignet. Ich persönlich mag es zum Beispiel sehr gerne, die Haare einfach so nach hinten zu nehmen und dann ganz, ganz locker zusammenzuflechten. Oder eben, ich mache einen ganz, ganz lockeren Zopf, dass ich wirklich so ein Spiralhaargummi nehme und den nur zweimal drum wickel, dass er wirklich sehr, sehr locker ist. Dann löst er sich zwar manchmal in der Nacht, aber das stört mich nicht. Jede Frisur, die irgendwie locker ist, würde ich empfehlen. Vierte Frage, kann man das Haar überpflegen? Allerdings, entweder sie sind von
irgendwelchen Pflegeprodukten überlagert. Es kann auch sein, dass sie von Silikon überlagert sind. Das kommt immer ganz drauf an. Ich hatte letztens eine Überlagerung, denn ich habe lange Zeit ein neues Shampoo benutzt, und zwar eins aus der Drogerie, was ich einfach mal eine Zeit lang ausprobiert habe, und davon habe ich das bekommen. Ich wurde auch gefragt, wie sich das Ganze äußert, und zwar äußert es sich dadurch, dass bei einer Überpflegung ist es ganz klassischerweise so, dass eure Haare fettig aussehen, obwohl ihr sie gerade erst gewaschen habt. Dass sie auch nach dem Waschen sehr, sehr fettig am Ansatz und auch in den Längen aussehen. Und was auf jeden Fall auch noch ein Zeichen ist, ist, wenn sie sich so wachsig anfühlen. Also so, als hättet ihr irgendeinen Männerhaarwachs in eure Haare gegeben und sie sich gar nicht mehr so richtig durchkämmen lassen und es super schwierig ist, dann sind sie meistens überpflegt. Und ich persönlich kann dagegen entweder ein Schuppenshampoo empfehlen, was ihr wirklich einmal anwendet und schaut, ob es dann besser ist, und dann einfach Shampoo wechselt. Oder ich verlinke euch unten mal in der Infobox ein sehr, sehr gutes Reinigungsshampoo von Kerastase, was wir im Laden benutzen und was ich auch persönlich benutzt habe, als meine Haare überlagert waren. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ist auch ohne Silikone und alles. Also wenn ihr darauf achtet, dann schaut euch das doch auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, mir hat es gut geholfen und allen anderen, denen ich das empfohlen habe, bei einer Überpflegung der Haare auch. Deswegen, Link ist unten in der Infobox. Eine sehr spannende Frage ist, hilft Olaplex wirklich? Jein. Also es kommt immer drauf an, was man macht und wo es Sinn macht, Olaplex anzuwenden und wo es eben keinen Sinn macht. Ich wurde auch noch hier gefragt, wie Olaplex denn wirkt. Also Olaplex, stellt euch mal die Haare vor wie eine Leiter mit lauter Sprossen. Mit der Zeit brechen diese Sprossen von dieser Leiter einfach so ein bisschen durch und die Struktur vom Haar leidet darunter sozusagen. Dadurch wird die Leiter instabil, was eben auch die Struktur der Haare betrifft. Olaplex macht jetzt nichts anderes als bestimmte Brückenverbindungen, in dem Fall sind es die Disulfid, auf Deutsch Doppelschwefelverbindungen, wiederherzustellen. Und dadurch werden so ein paar Sprossen in dieser Leiter quasi wieder erneuert. Die Struktur ist im Endeffekt stabiler. Chemisch gesehen, es hilft, ja, aber es repariert das Haar nicht, ja. Es beugt eventuell Schäden vor. Es zu oft zu benutzen ist aber auch nicht gut, denn dann wird das Haar zu hart und bricht dann ebenfalls. Also man muss immer so ein gesundes Mittelmaß bei allem finden, deswegen am besten mal ausprobieren. Man merkt relativ schnell, ob das was für einen ist oder halt eben nicht. Sehr wichtige Frage. Sehr, sehr wichtige Frage. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Ich wurde gefragt, ob man Haare mehrmals blondieren kann, und natürlich kann man Haare mehrmals blondieren. Es kommt aber darauf an, wie, mit was, wie lange und wer sie blondiert. Ja, also es gibt super viele Faktoren, die entscheidend für diese Frage sind. Generell würde ich persönlich immer davon abraten, die Haare selber zu Hause zu blondieren mit irgendwelchen DM-Farben. Mehrmals blondieren kann man natürlich. Oftmals ist es auch nötig, um die gewünschte Haarfarbe zu erreichen. Allerdings sollte das eben beim Friseur gemacht werden und mit den richtigen Produkten sollte gearbeitet werden. Es sollte eben auf die Haarstruktur eingegangen werden. Also wenn das Haar jetzt schon unglaublich beschädigt ist, dann würde ich nicht empfehlen, es mehrmals zu blondieren. Wenn ich überhaupt empfehlen würde, dass man es überhaupt blondiert. Also da spielen ganz viele Faktoren eine wichtige Rolle, deswegen generell kann man Haare mehrmals blondieren, klar, aber man sollte vielleicht da Rücksprache mit dem Friseur seines Vertrauens halten. Und die letzte Frage ist, wie kann man in plattes Haar Volumen reinbekommen? Ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Werbetrommel für Kerastase, aber es sind nun mal einfach die Produkte, mit denen wir im Laden arbeiten und mit denen ich wirklich gute Erfahrungen habe. Und Kerastase hat ein Shampoo rausgebracht, das gibt es aber schon ewig. Und ich habe das irgendwie nie beachtet, so bei uns im Laden. Ich habe das halt nie wirklich hergenommen. Hab's aber dann letztens mal verwendet, weil meine ehemalige Kollegin das immer so gut fand und ihre ganzen Freundinnen, die waren richtig begeistert. Und die hatten eben alle sehr, sehr feines und plattes Haar. Und zwar ist es das Shampoo in der weißen Verpackung. Das heißt irgendwas mit D. Ich blende es euch hier mal ein und verlinke es euch unten in die Infobox. Auf jeden Fall plustert dieses Shampoo die Haare so ein bisschen auf. Und ich kann es mir nicht ganz erklären, aber es wirkt wirklich. Ich habe das ausprobiert und konnte es irgendwie gar nicht glauben. Ich habe es auch bei meiner Mama ausprobiert. Die findet das Shampoo auch ganz super. Deswegen kann ich da auf jeden Fall sagen, dass es funktioniert. Und was ihr zusätzlich probieren könnt, föhnt die Haare auf jeden Fall über Kopf. Föhnt sie erstmal so halbtrocken, ganz normal, und dann föhnt sie über Kopf. Dadurch erreicht ihr Volumen am gesamten Kopf. Und es ist jetzt so für die Ungeübten unter euch, sage ich mal, das Einfachste. Wenn ihr schon ein bisschen mehr Übung habt mit Haaren und so weiter, könnt ihr es auch gerne mit einer Rundbürste versuchen und die Haare mal so nach oben föhnen. Dadurch erreicht ihr auch
das ganz klassische Ansatzvolumen. Und natürlich, was man auch machen kann, man kann Trockenshampoo verwenden. Das gibt auch immer gutes Volumen am Ansatz. Und das waren jetzt erstmal die ganzen Fragen, die mir gestellt wurden, beziehungsweise die, die mir am meisten gestellt wurden. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Informationen daraus für euch nutzen können. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei für mehr Haargeschichten und so weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Ciao!